Falls du nicht wissen solltest, welchen Hauttypen du hast, dann pass jetzt mal ganz genau auf. Falls du nicht wissen solltest, welche Hauttypen es grundsätzlich gibt, dann solltest du an dieser Stelle mein Video dazu einfach nochmal anschauen und nachholen, bevor du dir dieses Video hier anschaust. In diesem Video geht es nämlich ausschließlich nur darum, um herauszufinden, welchen Hauttypen man hat, wenn man das einfach nicht weiß. Und ich untergliede das einfach an dieser Stelle in 5 einfachen Schritten und das kann man super schnell und super easy ganz selber alleine zu Hause rausfinden. Schritt Nummer 1. Als allererstes Mal reinigt ihr eure Haut. Und zwar eine gründliche Reinigung, bestenfalls mit einem Waschgel und wenn ihr wirklich eine porentiefe Reinigung haben wollt, dann nutzt ihr auch noch eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste dafür, damit eure Haut wirklich einfach mal gründlich gereinigt wird. Nicht übertreiben an dieser Stelle, sondern einfach eure Haut wirklich ganz normal gründlich reinigen, wie man das normalerweise auch jeden Abend und jeden Morgen machen sollte. Im zweiten Schritt wird das Gesicht abgewaschen und dazu nutzt du am besten lauwarmes Wasser. Das ist wesentlich angenehmer für deine Haut und beim Abwaschen wirklich darauf achten, dass wirklich kein Produkt mehr im Gesicht drin ist, also kein Reinigungsgel, Peeling oder sonst mehr was, sondern es muss wirklich das gesamte Produkt, was man vielleicht vorher benutzt hat, wirklich komplett von der Haut runtergewaschen sein. Im dritten Schritt wird deine Haut abgetrocknet. Und am besten sei hier an dieser Stelle wirklich vorsichtig zu deiner Haut. Tupf deine Haut am besten mit einem schönen, frisch gewaschenen Handtuch ab. Und an dieser Stelle auch noch meine Empfehlung, nutz auf jeden Fall ein separates Handtuch für dein Gesicht. Und wenn du weißt, dass du zum Beispiel sehr empfindliche Haut hast, kannst du anstatt ein normales Handtuch auch einfach so ein Mikrofaserhandtuch auswählen. Denn so ein Mikrofaserhandtuch ist einfach besonders weich und besonders schonend zu deiner Haut. Kommen wir zum vierten Punkt und zwar warten. Ihr müsst jetzt einfach nur Geduld haben und einfach 1-2 Stunden warten. Denn die Haut muss einfach in ihren natürlichen Zustand wiederkommen, damit wir nachher auch genau herausfinden können, welchen Hauttyp man hat. Und ganz wichtig an dieser Stelle, keine Hautpflegeprodukte auftragen. Also keine Cremes, keine Serien, bitte nichts auftragen, denn das würde das Ergebnis einfach nur verfälschen. Einfach jetzt mal die Füße stillhalten und warten. Kommen wir zum Schritt Nummer 5 und jetzt wird's sehr interessant. Jetzt schaut ihr euch im Spiegel an und schaut, wie eure Haut reagiert. Schaut wirklich jede einzelne Gesichtspartie separat voneinander an. Heißt, du schaust dir deine Wangen an, du schaust dir deine Nase an, du schaust dir dein Kinn an, du schaust dir auch deine Stirn an und schaust einfach, wie deine Haut jetzt reagiert. Wichtig an dieser Stelle, dass du die Hautpartien auch separat voneinander betrachtest. Denn es kann natürlich sein, dass zum Beispiel die Stirn schneller nachfettet als deine Wangen. Also hier einfach ganz genau darauf achten, wie deine Haut reagiert. Falls ihr noch nicht einschätzen könnt, wenn ihr in den Spiegel schaut, was für eine Art Hauttypen ihr habt, dann habe ich jetzt nochmal eine Möglichkeit für euch, um das einfach besser einschätzen zu können. Ihr nehmt einfach Klebestreifen, so ungefähr so 3, 4, 5 cm groß und klebt diese Streifen einfach auf diese verschiedenen Hautpartien. Heißt auf die Nase, auf die Stirn und auf die Wangen. Anschließend zieht ihr diesen Klebestreifen vorsichtig und wirklich ganz langsam von der Haut ab, haltet diesen Klebestreifen dann einfach schön ins Licht und schaut dann diesen Klebestreifen ganz genau an und schaut, wie dieser Klebestreifen jetzt aussieht. Wenn dieser Klebestreifen dann einen öligen Film hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du eine ölige, fettige Haut hast. Wenn dieser Klebestreifen allerdings weiße Hautschüppchen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du an dieser Hautpartie, in dieser Region einfach trockene Haut hast. Und wenn einfach ein Misch von beiden da ist, heißt ein Ölfilm mit Hautschüppchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du eine Mischhaut hast. Und wenn du nichts von alledem hast, ja mein Freund, dann darf ich dir gratulieren, dann hast du die perfekte Haut. So mein Freund, jetzt hast du auf jeden Fall eine gute Möglichkeit von mir mit an die Hand bekommen, um herauszufinden, welchen Hauttypen du hast. Falls du dir immer noch unsicher sein solltest nach dieser Probe, dann solltest du einfach einen Dermatologen aussuchen und einfach dich untersuchen lassen und von einem Dermatologen wirklich einen Expertenrat einholen, damit du wirklich auf der sicheren Seite bist. Ansonsten wünsche ich dir an dieser Stelle viel Spaß beim Ausprobieren und eine lupenreine, perfekte Haut.